Räder, alles klar bei euch. Heute gehen wir mal ein bisschen in den Park. Und ja, ich bin heute mit einer grünen Brille unterwegs, weil wir sind heute in der Natur. Gestern war ich auch schon mal hier. Da sind viele Wasser-Pokémon gespawnt. Von daher schauen wir mal, was heute passiert. Bart haben wir auch dabei. Entsprechend ein bisschen was zum Fahren wird es auch geben. Freue ich mich schon drauf. Ja, mein GPS spinnt heute auch ein bisschen. Wenn ich neben dem Weg laufe, ich sozusagen im Tiefgras, weißt du. Ja, Natur pur, also das ist schön an Pokémon. Den Park habe ich vorher noch nicht so oft besucht und war überrascht, dass hier so ein geiles Teil ist. Und irgendwann komme ich auch her und mache ein bisschen Lokmodul-Action, aber da schauen wir mal, wenn ich dafür Zeit habe. Im Moment heißt es einfach nur farmen, farmen, farmen. Aber bevor ich es vergesse, ich habe noch heute mich komplett ausgestattet. Und zwar, ja, wie ihr seht, natürlich Longboard mit am Start. Dann ganz wichtig, Tasche mit allem möglichen Scheiß drin. Akkus und bla bla und natürlich auf der Seite was zu trinken, ganz wichtig. Bei solchen Temperaturen muss man ein bisschen darauf achten, dass man ja gut mit Wasser versorgt ist, weil ohne Wasser geht es halt nicht. So, jetzt muss ich irgendwie Arme tauschen, das ist nämlich viel zu hart. So. Auch am Pokémon fangen? Hm? Auch Pokémon oder? Ja. Ja, sehr schön. Welches Level hast du? Ich hab 10. Sehen. Ah ja, dann wird es ja bald Team. Rot. Rot, die Feinde. Karlsruhe blau wahrscheinlich stark vertreten. Beliebter. Stark vertreten tatsächlich, ja. Ja, gestern war recht erfolgreich. Ein paar Arenen besetzt, hier viele Pokémon gefunden. Vor allem nachts waren hier echt viele. Also 7, 8 Uhr. Ja, ich. Gestern 10 Kilometer. Echt? Ja. Also ich bin dreimal raus, glaube ich, gestern einfach. Mittags, nachmittags und abends nochmal. Nee, dann mittags war auch ein Kilometer rauf. Ah ja, klar. Ohne Checker. Besser, wenn man den ganzen Tag sitzt. Dann. Oh, da ist was gespawnt. Das sind ein Quaxel, glaube ich. Nee, oh, ein Trattini. Geil. Mein drittes, dann wenn ich es fange. Na komm, Fahrrad. Also dann, schöne gute dir. Wow, das hat jetzt aber lang gebraucht, das Trattini, aber wir haben es. Sehr geil, mein drittes Trattini. Sehr cool. Bald müsst auch mein Ei wieder aufpoppen. Erleichterung. So, Bord ist wieder auf der Straße. Wir können endlich düsen. Geiler Shit. Dass da hinten kein Pokestop ist, ist echt unglaublich, aber so ist das halt. Hat keiner einen Ingress eingetragen oder versucht und Google wollte nicht. Too much kill children traps. So, Longboarden. Echt, ich muss jetzt bloß auf Äste aufpassen, so ein Scheiß, weil das ist entsprechend gefährlich. Oh, ein Ei, sehr schön. Es kommt raus. Einfach mal Full Stop, da ist ein Zubat und die sind so scheiße zu fangen. Die Arena haben wir ja noch, alles gut. Die beste Longboard-Strecke, die ich glaube ich kenne hier in meiner Umgebung, weil die Strecke so geil smooth ist. Geht nicht, weiter geht's, Füße, mach da auf. Schön, bald sind wir da. Die Hälfte der Strecke haben wir schon mal. Lokmodul, Lokmodul. Ich fahre jetzt zu dem Lokmodul. Oh, mein Ei ist irgendwie geschlüpft. Obwohl ich sitze. 50 Meter hat es irgendwie so gemacht. Und? Oh, ein Ponita. Geil. 724er Ponita. Wow, shit. You don't tell. Krasser Scheiß, ey. Und auch voll am Arsch, weil wie gesagt gestern 10 Kilometer gefahren ist. Hat mir ganz schön auf die Beine gedrückt und das tut halt auch weh. Deshalb bin ich gerade froh, dass hier ein Lokmodul ist. Dass ich einfach mal entspannen kann. Das ist so, boah, Füße. Waiting for the Pokémon. 40er, ah ja, komm. Sollte doch mit Pokéball drin sein, oder nicht? Glaubt ihr dran? Fest dran glauben? Bam! Sehr schön.
Pokémon. Gimme that Pokémon. Da Pokémon. Fondue. Böse, versteckt sich da einfach. Auf geht's, Pokémon, ey. Auf geht's, Pokémon, ey. Och Gott, ernsthaft. XP grinden super gut. Weil die auch nur 12 kosten. Ist ein bisschen schwerer zu fangen wie Taubsies, aber hey. Tut nämlich alles für XP. Gimme that Pokémon. Gimme that Pokémon. Ula, Pokémon. Gimme that Pokémon. Waiting for Pokémon. Ula, Pokémon. Geil. Ich muss jetzt schnell schauen. 506er Fleckmann. Da müssen wir Himbeere. Schöne Himbeere. So, und ein Superball. Großartig, sehr schön. So, das müsste doch jetzt funktionieren. Auch Fleckmann, bleibt drin. Und ja, Fleckmann gehört mir. 504. Oder? 506, yeah! Alter! Komme ich da jetzt am besten hin? Ich fahr trotzdem vor. Zum Lernmodul kann man jetzt ja dann. Aber ich muss anders rumfahren, sonst funktioniert das nicht. Zum Lernmodul! Also Lokmodul. Perfekt, eine Bank. Ausruhen. Du zockst auch? Sehr schön. Dann Glücksei und Glück haben. So, evolven würde ich sagen. Auf geht's. Dann entwickeln wir mal. Go, go, Quapsel. Hab ich das schon gehabt? Nein. So, das Pokémon. Doppelt XP. Geiler Scheiß. Kapuzzi. Aber du brauchst schon 2, 3, 4 mit mindestens 900.000. Ja, klar. Aber da kommst du ja hin. Also am Anfang ist es halt leider so, dass du wirklich fangen musst. Und später bringt das Fangen nicht mehr so viel, sondern die Arenen sind. Aber du kriegst für eine 6er Arena irgendwie 2.000, 3.000 XP oder noch mehr. Ja. Das ist halt dann schon krass. Ja, klar. Aber das ist ja auch in Ordnung. Also es geht mir auch nicht so, wenn ich arbeite. Ich habe halt jetzt Urlaub gerade und da geht's. Dann ist das egal. Und Levelaufstieg, Level 19. Sehr geil. Wie brauche ich jetzt? 25.000 immer noch. Ah, das kriegen wir noch hin, komm. Eine runde Zahl muss dastehen. Und wo man Dratini viel findet, sind, wenn du ganz vorfährst, bis zu der einen Kapelle, die Alpkapelle, ja, nach vorne, auf dem Weg bis dort vor, findet man so viel. Echt? Ja, ich habe jetzt 3 Stück, gestern 2 und heute 1 gefangen. Das ist echt krass. Ich habe bis jetzt nur 1 gesehen, dann gab es einen Fehler. Dann war es weg. Und hier ums Geschäft habe ich am ersten Tag, wo es am Deutschland, am zweiten Tag, wo es öffentlich war, habe ich ein paar Schatten gesehen. Aber ja. Ja, die sind halt da hinten. Also wenn du ganz, ich glaube 2 Kilometer von hier. Also bei der Alpkapelle. Das sind okay. 2 Pokestops auch. Und da ist noch 3 sogar mit so einem Weltkriegsdenkmal. Mhm. Und eine Tischtennisplatte. Und da habe ich, also auf dem Weg dorthin und auch direkt dort habe ich schon jetzt 3 Tratinis insgesamt gefangen. Voll krank. Da werde ich auch irgendwann mal Lokmodule hinsetzen, weil das ist eine geile Stelle. Hast Schatten, bist im tiefen Gras, okay. Hast 2 Pokestops dort. Ja, ist ganz nett. 3 wären besser, aber mein Gott. Jetzt schauen wir mal. Jetzt machen wir eine Aquana wahrscheinlich draus. Ja, ich möchte ihn entwickeln. Komm schon, das wird was. Ich bin schon gespannt, ohne Scheiß. Und da haben wir sie. Geil, geil, einfach nur geil. Und? Ein Rainer. Geil, Aquana. Und sie ist 1200 irgendwas. Kranker Shit. Hier kann man auch sehr geil fahren. Wenn ihr schaut, sau gut einfach. Und wir fahren ja auch durchs Festgelände, da ist am Wochenende dann Party angesagt. Da ist auch noch ein Lokmodul aktiv, geiler Scheiß. Gehen wir doch glatt mal hin. Ja, ihr seht schon, hier wird viel gebaut, viel gemacht. Entsprechend wird hier am Wochenende die Hütte los sein. Natürlich auch wieder Pokémon-begeisterte Leute da unterwegs sein, da freue ich mich irgendwie schon drauf. Pokémon
Pokémon zu jagen am Wochenende auf dem Fest. Yay! Guten, der Erik. Immer noch der Bruder. Der Bruder, ich denke es jedes Mal, gell? Ja, ja. Hi. Alles fit? Ja, auch nicht. Was soll ich sagen? Spaziere. Spaziere? Was hast du denn am Fuß gemacht? Ich habe schon fast wieder fertig gemacht. Ach so. Zwei zwischen den Knochen müssen aufgeführt werden, bis unser Sprunggelenk versteift worden war. Ah, scheiße. Ja, du. Schlimmeres. Steppst. Klar. Aufnahmen und Pokémon zocken halt. Ja, das ist das, wo ich mir angewöhnt habe über die Zeit, weil ich muss ja 3-4 Mal am Tag rauslaufen. Ja. Deswegen schon was zu tun. Das ist mal wenigstens was zu tun, das stimmt. Ich setze mich gerade auf die Kante hier. Danke dir. Und da gibt es dann halt entsprechend Staub und... Gibt es auch Tagesboni dann dementsprechend? Ja, alle 21 Stunden kannst du im Shop. Hier oben ist so ein Zeichen. Da stehen jetzt 3. Wenn du draufklickst, jetzt sind 17 Stunden wieder, kriegst du 3x10 und 3x600, glaube ich, Staub. Oder 100 Staub, egal. Ja, deshalb habe ich auch 3 Stück gestern Abend noch eingenommen, dass ich gestern Abend 3 gemacht habe und dann heute halt nochmal. Was bist du, gelb, rot oder blau? Blau. Ah. Was bist du? Rot. Rot. Ja gut, das Problem ist, viele Leute aus dem UV sind auch rot, ja, dementsprechend. Okay. Und am Anfang waren sämtliche 3 Arenen um mich herum alle rot. Das ist auch über 1-2 Tage. Und gedacht, okay. Okay, die halten ihre Arenen, das ist gut. Aber da kannst du dann natürlich dementsprechend leveln. Ja, daher gut, jetzt kannst du gehen. Jetzt hast du mal ein bisschen was Starkes auf der Hand, wo du ein bisschen was holen kannst. Ja. Alle blau, gelb, denk mir. Die gelben vor allem. Die gelben. Oh mein Gott, wie krass. Blackmon ist auch stark. Ja gut, ich habe jetzt relativ schwach. Mit 47 WP, das ist noch nicht so viel. Ja, das kommt aber, je höher du bist, desto stärker, wenn die Pokémon auch. Der Level 11, weißt du, das ist halt... Ja, das geht ja. Das fleckt man, ey. Das hilft schon. Das lacht dich aus. Das lacht dich aus. Ja, ohne Witz. Du bist schon 2-mal wieder rausgekommen. Kannst du helfen? Nein. Ich kann nicht. Ich weiter. So. Nein, ich kann nicht. Ich habe jetzt schon 2-mal... Das Fleckmon haut dir gleich ab, danach regst du wieder auf, weil es weg ist. Scheiße. Sehr schön. Kriegst du die Superwelle dann auch ganz normal an den, ja, Punkten dann, wenn ganz du normal den nötigen Level beherrschst? Genau. Nein. Oh, ein Stern, du. Also er hat einen Stern, du. Schön für ihn. Müsste bei euch auch bald kommen. Also spawnt ja für alle. Ich bin eine App hab, ich mache immer einen In-App-Kauf. Immer. Ja. Weil ich sage, das ist dann so eine Honoration für die Leute, die das ganze Ding hier aufgebaut, genau, haben, dass die wenigstens was davon haben. Genau. Also so mache ich es auch. Wenn's mir, wenn mir Spiel gefällt, dann kaufe ich auch was in-game. Mit so eine Kleinigkeit ist. Der Körper braucht das selber. Ja. Ich sag halt auch, dadurch haben die Entwickler halt auch, genau, eine Honoration. So wie es zum Beispiel in manchen Internetseiten ist, zum Beispiel ich zocke gern Fußballmanager. Ja. Die Fußballmanager gibt es ja noch mit 14. Ab 14 gibt es ja nicht mehr, weil EA, okay, aufgehört hat, okay, ja, ihn zu machen. Und jetzt hat eine Community, hat ein komplettes Spiel, das Spiel, die ganzen Editor-Daten für sämtliche Länder, für den ganzen Scheiß, alles gemacht. Okay. Neue Logos, alles drum und dran, dass du wirklich viel Mühe reingesteckt und da gibt es ja Leute, die Möglichkeit, kannst du dann was spenden. Ja, scheiß drauf, okay, halt geil. Die Zähne spenden. Weil das finde ich cool. Wenn sie sich die Mühe machen, ja, und es umsonst raushauen, wo ich sage, es ist viel Mühe drin, dann haben sie sich auch was verdient. Das ist nicht super viel, gut. Der Zähne tut mir nicht weh, ich habe Spaß damit, warum nicht? Warum nicht? Das ist echt geil. Mach ich auch so, aber wenn was gut ist und mir gefällt, dann kriegst du halt auch was. Zwei mit Vergnügen, wir sehen uns im UV uns, in wahrscheinlich, ja, einem Monat. Aber jetzt muss oder ich so doch nochmal. Dein Name ist dann? Bruno. Genau. Okay, alles klar. Dann verwechsel ich jetzt ab sofort nicht mehr. mal gucken, wenn nicht, ich sag auch gerne nochmal, dass ich Bruno heiße, damit ich überhaupt. Du bist Bruno, alles klar. Der Bruder vom Erik heißt Bruno. Nicht der Bruder. Nicht der Bruder. Also für dich vielleicht geistig, damit es einfacher ist. Ja, genau, geistig. Wir sind nicht verwandt. Nee, gar nicht. Nee. Ich weiß gar nicht, warum ich das so im Kopf habe, ey, keine Ahnung. Ja, gut, aber das ist normal, da ist immer so irgendwelche Menschen, ja, wo du denkst, boah, das ist voll ähnlich, was? Wo du jeder vielleicht sagt, okay, nicht so, oder doch, vielleicht auch, das ist schon normal. Okay, krass. Dann viel Spaß. Viel Spaß auch noch. Bis mal wieder im UV. Also, bis bald. Ciao, ciao. So, wir haben noch ein bisschen Zeit. Oh, jetzt ist der Akku leer, yay. Genau richtig, Akku leer.